halb 10 in North Carolina. Hausmeister, das ist jetzt der Wendepunkt. Jetzt müssen wir alles richtig machen, damit wir die Spieler wieder reinbekommen. Also, was sollen wir machen? Wir müssen auf jeden Fall die... Gut, jetzt genau aufpassen. Aber das Allerwichtigste, Blatt, was wir machen müssen, ist die... Oh nein, er sagt das alte Wort. Alter Mann. Oh mein Gott, das piept nur. Redet er noch? Oder rede ich? Was ist Realität? Warum bin ich überhaupt hier? Gang, Gang! Gang, Gang! Konzentration! Gibt es einen Hausmeister? Gibt es mich? Irgendwas mit Tellerwäsche? Bitte stell keine Frage zum Schluss. Guck einfach lieb. Habe ich schon die Server angemacht? Oh mein Gott, er hat aufgehört zu reden. Hat er was gefragt? Er weiß nicht, dass ich nichts gefragt habe. Er weiß, dass ich nicht zugehört habe. Er weiß nicht, dass ich weiß, dass er nicht weiß, dass ich nichts gefragt habe. Soll ich ihn feuern? Er wird mich sowas von feuern. Bleibt. Na, Chef, denkt nach. Bis jetzt. Ich bin gefeuert. 8 Tage bis zur neuen Season 4 und wir müssen mal unbedingt über den Season 4 Battle Pass reden, Leute. Nein, erstmal noch nichts wirklich Krasses geleakt, aber es gibt so ja Vermutungen, was auch immer sich da gerade bewegen kann. Die möglichen Kooperationen, kriegen wir die Ninja Mutant Turtles, Demon Slayer oder doch Ahsoka? Was macht Sinn oder was auch immer? Lass uns das einfach mal hinterfragen, hintergründen oder was auch immer. Mein Name ist Sen, die offizielle Coach dieses Kanals und euer heutiger Gastgeber. Haut gerne einen Abo-Button rein, würde mich freuen, dann verpasst ihr nichts zu der neuen Season oder vielleicht auch allgemein zu allen möglichen Sachen oder die Horror-Games wie Five Nights at Freddy's oder Granny oder was auch immer, passieren ja auch hier immer wieder auf dem Kanal. Na, erstmal zuallererst, wir haben Stufe 3 von unserem Teleskop und der Apparat. Na, die Kugel ist jetzt schon ein bisschen weiter gedreht und ein Viertel von der Sonne oder von der Kugel ist jetzt verdeckt da oben links, ne? Das bedeutet auf jeden Fall, dass wir schon ein Viertel weiter sind zur neuen Season. Und nicht mehr lange, am 25.08. gibt es natürlich dann natürlich auch wieder einen entsprechenden Season-Stream. Ich denke mal, ich werde schon Donnerstag anfangen. Ich kann euch nur keine Uhrzeit nennen, wegen der Gamescom. Spaß, Junge! So macht man das. Oh no, oh no. Guten Tag. Wer ist hier gelandet, Mann? Haben wir nur noch den Bot? Hammer. Komm, Provisorium. So. Weil ich auf der Gamescom bin und nicht weiß, wann ich wirklich zurückkomme und so weiter, kann ich euch keine feste Uhrzeit nennen, aber natürlich werdet ihr wieder V-Bucks gewinnen können, Leute. Wir werden auch für den Sabaton-Stream am 31.10. dann für die neue Chapter 5 natürlich auch schon mal ein bisschen Bonuszeit sammeln. Also es lohnt sich wieder doppelt und dreifach natürlich den Support da zu lassen. Ne? Es wird natürlich wieder Free Giveaways geben für die Battle Pässe und und. Also seid einfach am 24. oder 25. natürlich im Stream. Wir werden da wunderbar in die Season rein streamen. Es sieht mal ein bisschen scuffter als letztes Jahr oder allgemein bei jeder Season Stream, weil die Gamescom und die Fortnite Season sich gerade nicht so sehr mögen. Aber schreibt es euch immer noch im Kalender auf. Ich erwähne es so gut wie oft so geht. Natürlich gibt es kein Live-Event. Kann es gar nicht oft genug ansprechen, ne? Wisst ihr Bescheid. So, schön und gut, was die Termine angeht. Ihr habt das auf dem Schirm. Was macht der Battle Pass? Wie könnte der Battle Pass aussehen und auf was können wir uns freuen? Dazu teilen wir das Ganze in 3 unterschiedliche Kategorien ein. Ersten Punkt erstmal, gibt es schon mal so ein paar Skins, die geleakt sind, die ein bisschen uns diese Richtung nennen, weil Stand aktuell haben wir so gar kein Thema. Wir haben hier gerade Weltraum, irgendwas Altes kommt auf uns zu. Wir hatten die Entdecker-Zivilisation oder die Entdecker haben die alte Zivilisation entdeckt, ja, so rum. Und so weiter und so fort. Wir haben nicht so wirklich ein Thema. Nee, nicht wie letztes Mal mit Dschungel, wo man sich ein bisschen mehr was drunter vorstellen kann. Aber trotzdem gibt es hier 1 und 2 Skins, die wir schon wissen, die in Season 5 rauskommen. Aber nicht unbedingt in Battle Pass drin sind. Aber vielleicht gibt uns das trotzdem diese Richtung. Der zweite Kategoriepunkt ist natürlich dann Theorien und mögliche Skins, die wir schon durch die Teaser wissen. Unter anderem Kaido Thorn, der natürlich überall seine Schilder aufstellt und bei den Creatern die ganzen Sachen klaut. Bei mir hat er da auf jeden Fall mein Hype weggenommen und geklaut, Leute. Seitdem ist das Ding weg. Ne? Der freche Boy, seitdem ist der Hype wieder zerstört. Deswegen schauen wir mal, ob wir die in Season 4 wiederbekommen. Wäre auf jeden Fall nice. Und natürlich die dritte Kategorie, hier, Kooperationen. Ne, was könnte da letztendlich reinkommen, was macht Sinn und beziehungsweise was kommt in der Zeit zu Season 4 natürlich so raus? Und natürlich darf es nicht fehlen, Leute, Creator Code Support. Ne, die neue Season fängt an, ihr habt Fortnite Crew, ihr wollt euch den Battle Pass holen, ihr wollt euch vielleicht gar nicht den Battle Pass holen, egal was ihr euch holen wollt, Leute, egal ob Ahsoka reinkommt oder was auch immer, Demon Slayer, gerne Creator Code, hey Stunny, mit einem i hinten dran,
für Griff kostenlosen Support oder tragt anderen Lieblingscrate ein. Fix, Alvi, was auch immer euch einfällt. Na, lasst das Feld einfach nicht leer. Und die Informationen zu diesem Battle Pass, Leute, die werden euch umhauen. Live aus dem Studio, Leute, aus der Epic-Zentrale. Ich hoffe, euch hat auch dieses Intro natürlich gefallen. Erst zu den Leaks. Was haben wir eigentlich? Zum Beispiel das Season 4 Starterpaket. Ja, ich habe vorhin Season 5 gesagt. Ne? Das Season 4 Starterpaket haben wir schon in den Spieldateien. Und das ist so ein Krokodil mit einem Metallkopf. Metallkrokodilkopf. Wie auch immer. Sieht auf jeden Fall sehr futuristisch und nach ein bisschen Science-Fiction aus. Ne, kann man sich vielleicht was darunter vorstellen, ist ein okayes Starterpaket, so wie eigentlich die meisten Starterpakete nicht super krass sind. Ne, bringt natürlich wieder ein bisschen V-Bucks mit und so weiter. Aber das wird als eines der ersten Skins, die wir schon wissen, die in Season 4 reinkommen. Futuristisch ist das wieder diese Richtung. Würde natürlich was mit Weltraum und Weltreise gut funktionieren, ne? Weil wir hier im Weltraum sind und die alte Zivilisation, die natürlich Dr. Sloan gefunden hat, sind ja auch in den Weltraum geflohen. Haben wir da irgendwas wieder mit Aliens, die natürlich die letzte Realität wieder am Start. Und ein großer Kandidat, der aus den Leaks gerade bekannt ist, ist tatsächlich der General. Der General ist vor kurzem auf die Bildfläche gekommen, weil so ein paar Konzeptzeichnungen von Epic Games selber, von dem Zeichner, die Dateien rausgekommen sind, dass an dem Charakter gearbeitet hat und damals schon in Season 7 in Arbeit war. Der General sieht brutal nice aus. Wir wissen aber nicht, ob dieser Charakter einfach nach hinten verschoben wurde für ein Comeback der letzten Realität, wie zum Beispiel vielleicht jetzt, oder ob die einfach die Idee verworfen haben und statt dem General die Würfelkönigin gemacht haben. Beides möglich. Wir wissen nicht genau, was dahinter steckt, aber der General ist tatsächlich ein potenzieller Charakter, der natürlich ziemlich nice aussieht. Gründe, die dafür sprechen, warum die den natürlich gelöscht haben, ist vielleicht, dass er zu ähnlich zu Thanos aussieht. Das ist einfach ein bisschen so sehr wie Thanos ist. So, bam, Junge! Shot ist drinne. Oh, der wäre safe auch ein Treffer gewesen. So, hier holen wir noch ein paar Leute raus. Wunderbar. Das Team rasiert gerade. Manch einer möge sagen, das ist Glück. Manch einer sagt, überlegener Skill. Man weiß es nicht. Ich sage immer, ich habe tolle Lobbys mit den Zuschauern. Es macht immer wieder Spaß, mit den Zuschauern aus dem Livestream zu spielen, wenn die auch hier dabei sind. Also, zwei Kandidaten aus den Leaks sind doch schon mal ganz nice. Natürlich, dann haben wir noch viele Möglichkeiten im Battle Pass anhand der Skin-Konzepte. Ihr kennt diese riesenlange Liste, ne, mit Skins, die Epic Games immer wieder zeichnet und die nach und nach von Season zu Season, von Chapter zu Chapter immer wieder rauskommen. Ne, und da gibt es natürlich eine Menge Möglichkeiten oder sowas. Stand aktuell wissen wir einfach nur, Kaido Thorn ist ein Sammler, ein Dieb, der gerade bei den ganzen Creatern die ganzen Sachen klaut und so weiter und hat irgendwas Asiatisches an sich. Ne, in Brasilien heißt er halt Koji Datura, bei uns als Kaido, was mit Blumen stecken und so weiter. Deswegen, alle Indizien deuten bisher auf was Japanisches hin. Wir kennen halt bisher nur den Namen und den mysteriösen Dieb-Sammler, der gerade alles klaut. Und da gibt es natürlich eine Menge Kandidaten, die reinkommen können. Ich blende euch mal alle möglichen ein. Ne? Einige Charaktere haben auch so Blumen bei sich und sehen aus wie so ein paar Sammler oder Diebe oder was auch immer, die alle so ein bisschen was mit Diebstahl zu tun haben. So grob, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein typischer Anime-Dieb, was weiß ich, aus Sailor Moon oder sonst was, oder Detective Conan. Ne, kann man sich so ein bisschen drunter vorstellen. Ja, ja, aber letztendlich kann am Ende doch was ganz, ganz anderes rauskommen, muss man einfach sagen. Bisher gibt es immer noch keinen richtigen Leak dazu. Finde ich gut, wir haben immer noch keine, die Überraschung natürlich, wie der Battle Pass aussieht. Anders als es immer in den letzten Seasons der Fall war, wo wir den Battle Pass ziemlich, ziemlich früh bekommen haben, auch die große Kooperation. Als ich hier rankomme und den Leuten alles erzählt habe, sind die Leute schon tot. Die flüchten. Und natürlich eine sehr spannende Kategorie ist nach wie vor die Kooperation. Wir können mit ziemlicher Sicherheit ausgehen und es ist seit 6 Jahren in Fortnite eigentlich gang und gäbe. Kooperation und Fortnite sind einfach so. Das war schon damals in Chapter 1 so und das hat sich natürlich so fortgesetzt. Das macht Fortnite aus. Und dass wir in jeder Season bisher eine sehr, sehr große Koop bekommen, meistens eine neue. So, und deswegen können wir definitiv davon ausgehen, dass ich angeschossen wurde. Ich wusste doch, da ist einer geflohen, Mann. Ah, ich wollte gerade über die Koop erzählen. Jetzt habe ich diese Schande in diesem Video. Ja, yeah. Merde, Junge, wo ist die Ziege? Bam. Dass wir definitiv eine Kooperation kriegen. Das ist ja safe, ne? Die Frage ist, welche? Anhand des ganzen Mondsichel-Teaser und so weiter und dem Blutmond, verdeckte Sonnenfinsternis und so weiter, gibt es gerade einen sehr großen Kandidaten, natürlich Demon Slayer.
Leute, und das ist natürlich nur alles Vermutungen und so weiter. Ne? Ich kann mit euch hier einfach ein paar Vermutungen aufstellen. Genauso wie One Piece genauso ein guter Kandidat sein kann. Kommen wir gleich noch zu. Aber Demon Slayer hat auch auf jeden Fall ein paar Sachen, wo ein Halbmond, ein Blutmond vorkommt, die Dämonen und so weiter. Und deswegen sehen einige darin vielleicht auch eine mögliche Kooperation mit Demon Slayer. Aber Kaido Thorn, der auch diese ganzen Teaser aufstellt, haben bisher eigentlich nichts mit dem Anime zu tun. Deswegen möglich, aber schauen wir einfach mal. One Piece ist genauso gut möglich, wegen natürlich der Netflix-Serie. Die startet auch kurz nach Season-Start tatsächlich und würde natürlich gut zusammenpassen, dass sie dann mit One Piece eine größere Anime-Kooperation machen. Und statt aktuell haben wir eigentlich in jeder Season auch eine Anime-Koop gehabt. Deswegen kann man einfach festhalten, ne? Vielleicht wird das auch natürlich was möglich sein. Da sind zumindest schon mal zwei Kandidaten. Einige Kandidaten, die dann natürlich auch noch auf den Bildschirm treten, ist natürlich Sailor Moon, wegen Mond. Gut, kann sein. Ich bezweifle ich noch ein bisschen. Ne? Aber hey, Fortnite hat mich schon immer wieder überrascht, was Kooperation angeht. Von daher muss nicht mal im Battle Pass sein. Kann ja sonst wo die Kooperation auftauchen, ohne Battle Pass. Aber ist tatsächlich Ahsoka. Ahsoka. Und ich habe einen Ghost Hit geschluckt, Alter. Dankeschön, Fortnite-Server. Ahsoka, die Serie, kommt ja auch für Star Wars raus. Und wir wissen, dass Fortnite, Star Wars, sobald eine neue Serie da ist, ist Fortnite und Star Wars wie ein geliebtes Kind, Leute. Ich hab schon wieder einen Ghost Hit gefressen, ne? Nicht sterben, sonst muss ich das Video löschen. Ich hab Eisfüße, ich kann gar nicht brennen. So, haben wir doch, ne? Naja, wir haben auf jeden Fall viele Kandidaten. Letztendlich, wenn wir Glück haben, sind alle diese Kandidaten natürlich in Fortnite drin. Sei es im Battle Pass, mit einem Mini-Battle Pass oder natürlich als so normale Shop-Kooperation. Aber jetzt kommt natürlich die Sache, die gerade herumkursiert, was Season 5 angeht. Ne? Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir wissen, dass Season 4 an sich eine kurze Season sein wird. Es wird in unterschiedlichen Teilen aufgeteilt. Ne? Einmal Season 4, der kleine Part. Und dann kommt noch eine Season 5-Geschichte mit einem sehr, sehr großen Event. Unter anderem Lego, dem Racing-Modus, als auch natürlich noch dem Projekt Rufus. Von dem bisher noch eigentlich gar nichts alles wissen. Ist immer noch nach wie vor eine große Überraschung. Ist am Start und soll ja auch entsprechend reinkommen. Das heißt, wie wollen die das mit dem Battle Pass lösen? Wie wollen die das mit dem Battle Pass lösen und warum lasern die mich komplett von allen Ecken raus? Der ist so weit. Einer raus. Nice. Rausgeschossen. So. Komm, Rutsch. Bleibt nur noch zwei, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Ne, und das ist jetzt halt das große, große Mysterium, wie die das mit diesen Seasons, dem Battle Pass, allgemein lösen wollen. Und wie komme ich da hoch? Oh mein Gott, ich komme da nicht hoch, ne? Wie wollen die das lösen? Wollen die, es gibt da mehrere Möglichkeiten mit diesem Mini-Battle Pass, Mini-Season, was auch immer. Die können zum Beispiel natürlich einen großen Battle Pass für beide Seasons machen. Ne? Sowohl für Season 3, für Season 4 und Season 5. Einen großen Battle Pass, der die gesamte Zeit umspannt. Und für Season 5 kommt dann der krasse Themenwechsel und so weiter mit dem Lego und Geschichten und was auch immer. Ne? Das ist Möglichkeit Nummer 1. Wahrscheinlich auch eine sehr gute Möglichkeit. Möglichkeit Nummer 2. Zwei unterschiedliche Battle Pässe, ne? Dass wir zwei Battle Pässe kriegen, jeweils 50 Level oder sowas. Und deswegen dann auch deutlich, deutlich kürzer ist und somit auch in zwei unterschiedliche Seasons reinpassen. Das ist auch eine Möglichkeit. Möglichkeit Nummer 3 ist, dass wir auch einen zweiten Battle Pass bekommen für Lego. Ne? Oh, da ist er drin. Für Lego könnte noch ein zweiter Battle Pass reinkommen, on top von dem Season 4 Battle Pass. Und der Rennmodus soll noch einen Battle Pass kriegen. Battle Pass hier, Battle Pass dort. Das war eine komische Runde. Was sagt ihr dazu, Leute? Haut einen Abo-Button rein, einen Like-Button. Wenn ihr euch das natürlich gefallen hat, auf der rechten Seite findet ihr jetzt natürlich noch das weitere Video über die ganzen Teaser. Würde mich freuen, wenn ihr dort auch mal reinschaut und euch natürlich alles komplett für die neue Season hier einfach einsaugt. Schaut es euch an und gebt mir Flasse. Flop.